dumbass supremacist bastards, always blaming others for their inadequacies. Butcher them, Cash. Cut them up. Beat them down and choke the fucking life out of them. So, hallo, herzlich willkommen zurück zu Let's Doku Manhunt. Wir sind diesmal auf dem Schrottplatz, den ich schon zum zweiten Mal besuche, nur mal am Rande erwähnt. Da ich die ganze Szene schon mal aufgenommen habe, aber meine Aufnahme von Hellout 1986 sabotiert wurde, muss ich das Ganze jetzt nochmal machen. Wir sind auf dem Schrottplatz und bekämpfen die Gang namens Skins, die natürlich eine gewisse Ähnlichkeit mit den Skinheads hat. Du bist so ein dreckiger Lügner. Das war gerade Hello, der mich beschimpft hat als dreckiger Lügner. Er glaubt, die Gang heißt nicht Skins, obwohl wir gerade die Zwischensequenz gesehen haben und wissen, dass die Skins heißen. Wieder. Man sieht natürlich jetzt die Aufmachung von den Gegnern, dass das erinnert natürlich an Rechtsradikale, soll es natürlich auch, wie wir das hier sehen. Und dieses kleine Zeichen hier in der Mitte von dem T-Shirt soll natürlich ein Hakenkreuz sein. Wurde es aber nicht, da ich denke, dass Rockstar da rechtliche Probleme bekommen hätte. Obwohl das Spiel eigentlich schon total krank ist, haben sie sich nicht getraut, da ein Hakenkreuz reinzusetzen, was ich nicht ganz verstehe. Aber ist mir auch egal, es geht mir jetzt nicht um das Nazi-Regime oder um die SS oder sonst irgendeine menschenverachtende Organisation. Mir geht es nur darum, diese Szene erfolgreich zu beenden. Zum zweiten Mal natürlich. Was werden wir in dieser Szene sehen? Wow. ich weiß es nicht mehr genau. Wir sehen einen Kran, mit dem wir Kühlschränke von A nach B bewegen und versuchen hier die Tür aufzukriegen. Aber es geht nicht. Weiß der Geier warum? Vielleicht, weil hier noch ein Gegner ist und er uns hier erwartet hat. Aber den haben wir auch schon. Es tut mir leid, falls ich jetzt hier in diesem Level ein bisschen durchrushe. Cutscene. Oh man, that was good. The gates open. Go on, get out of here. Yo. Es tut mir leid, falls ich ein bisschen durchrushe durch das Level, aber ich habe es ja schon mal gespielt. Vorhin eben, aber naja, kann ich nichts für. Ich weiß jetzt inzwischen, wo die Gegner sind. Und wieder Cutscene. This shit seems content to watch porn and avoid all the action. If he won't switch it off himself, we'll have to do it for him. Tja, was für eine Ironie. Ein kleiner, dicker Knödel guckt sich in einem heftigen Snuff-Videospiel einen gewöhnlichen Porno an. Was ist denn hier los? Tja, wir schalten mal den Strom ab. What the? How many goddamn times can a fuse blow? Tja, er denkt, die Sicherung ist durchgebrannt. Nein, sie ist durchgeschlagen. Und zwar von uns, von Cash. Den haben wir natürlich auch gleich. Wenn er sich mal netterweise um die Ecke bewegen würde. So, wir nehmen die rote Tötungssequenz, da wir schon mal so viel Zeit haben, die wir sonst nicht haben. Und da fliegt wieder ein bisschen Kopf gegen die Kameralinse. Was soll's? Ist ja eh ab 18. Wenn es nicht schon indiziert wurde. Naja. So, hier sehen wir den ersten Kran. Oder einzigen. Nee, den ersten Kran. Es gibt, glaube ich, zwei. Um das kurz zu erklären, mit diesem Kran, an dem hier ein riesiger Magnet hängt, können wir diesen Kühlschrank entfernen, damit wir hier durch können. Und der Kran ist aber leider nicht funktionsfähig, da wir da kein Benzin vorhanden ist. Und das müssten wir uns jetzt erstmal holen. Dazu gehen wir in die Richtung,
der Markierung. So, hier war wieder einer. Den haben wir auch schon wieder erledigt. Kleine Nazi-Sau. Um diese Gegner tut es mir überhaupt nicht leid. Ehrlich gesagt tut es mir auch nicht um die anderen Gegner leid. Mir würde es nicht mal wehtun, wenn Cash, unser Hauptcharakter, sterben würde. Da Cash auch ein ziemlicher Schwerverbrecher ist und nicht umsonst auf dem elektrischen Stuhl gelandet wäre, wie wir ja am Anfang gesehen haben. Und jo, mir tut's eigentlich um gar niemanden leid. Ich könnte sogar Hellout hier verknüppeln. Und das würde mir auch nicht leid tun. Aber das ist wieder eine andere Geschichte. Ich hoffe, Hellout guckt sich das Video nicht an. Niemals. Niemals, da hört ihr ihn wieder. Hier kommt wieder ein kleiner, dicker Knödel. Wie wäre es, wenn er mal mit seiner Gossensprache aufhören würde, dieser dicke Nazi? Denn sonst guckt sich Hellout das Video nicht an. So, wir haben ihn. Wir haben ihn natürlich. Das geht alles ganz flott. Das ist super. In der letzten Aufnahme, die Hellout sabotiert hat, habe ich für diese Szene 30 Minuten gebraucht. Wobei ich natürlich ein paar Mal gestorben bin. So, hier ist der Benzinkanister. Um das mal kurz zu erklären. Wenn wir diesen Benzinkanister aufheben, gehen wir langsamer. Wir können nicht mehr laufen, wir können nicht mehr schleichen. Dementsprechend können wir natürlich auch nicht mehr zuschlagen, weil wir in einer Hand den Benzinkanister haben. Und sobald wir ihn aufheben, kommen natürlich ein paar Gegner. Das heißt, wir heben ihn auf, jetzt gehen ein paar Meter und warten, bis die Gegner kommen. Und dann stellen wir ihn ab und das übliche Spiel geht wieder los. Wir versuchen sie irgendwie anzulocken und dann irgendwie in den Schatten zu treiben und dann umzubringen. Natürlich, darum geht es eigentlich in dem ganzen Spiel, aber die Gegner kommen irgendwie nicht. Was mich ein bisschen sehr irritiert, da sie da vorne irgendwo rumlatschen. Was soll denn das? Hör mal, ich brauche jetzt hier Kanonenfutter. Komm mal her. Ich mag keine Nazis. Und du siehst mir doch wie einer aus, du Rohkäppchen, hat er mich entdeckt. Da hat er mich entdeckt. Was doch ein bisschen klar war. Aber jetzt ist er dran. Jetzt habe ich ihn. Obwohl mich einer von hinten angreift. Was soll denn das? Das war nicht nett. So, wieder ein Bug. Er läuft direkt an uns vorbei und ich prügel auf ihn ein. Was soll denn das? Das habe ich doch noch nie gemacht. Gut, aber wir haben hier... Was macht der mit uns? Der tötet uns! Er tötet uns! Weglaufen! Was ich gerade sagen wollte, ich könnte mal so eine kleine Prügelsequenz einführen, aber... ich wollte es sogar. Aber er hätte uns fast getötet. Und ich weiß ja, dass hier in der Nähe ein Schmerzmittel ist. Ja, he was just shit. Dickerchen, bleib stehen, komm, Pummelchen. Schweinchen dick in Manhunt. Bleib hier. Er ist ziemlich schnell für so eine dicke Sau, aber den kriegen wir auch. Der hält den Baseballschläger genauso wie wir, falls euch das auffällt. Aber jetzt haben wir ihn, endlich. Einer müsste noch vorhanden sein, den suchen wir jetzt erstmal, bevor wir mit dem Benzinkanister Richtung Kran gehen. Da ich keine Lust auf Überraschungen habe. Und ihr sicherlich auch... Na, auch nicht. Da ist er ja. Versteckt sich im Schatten. Was soll denn das? Heißt du Cash oder was? Und schon haben wir ihn. So. Wir sprinten zurück zum Benzinkanister, wenn ich den Weg wieder finde. Hier ist der Benzinkanister. Natürlich muss ich mich räuspern. Ich habe einen Frosch im Hals. Hier ist Schmerzmittel, wie ich gesagt habe. Hier waren aber auch irgendwo Nägel für meine Nagelpistole. Aber wir brauchen ja im Moment keinen zu nageln. Also nageln wir einfach später. So, die Ratten sind uns wieder im Weg. Ich trete die so gerne platt. Die sehen dann aus wie ausgekotztes. Das ist schön. Okay, auch wenn sie schneller sind wie wir. Klar, wir tragen auch gerade den Benzinkanister. Joa.
Ist ein kleines Stückchen bis zu dem Kran. Aber auch gleich vorbei. Hier sieht man schön einen alten Bomber, würde ich mal sagen, ist das. Ja, ich würde mal sagen, so aus dem Zweiten Weltkrieg. Natürlich ist nur noch ein Flügel vorhanden, ist klar, ne? Aber egal. Hier liegt noch so eine Nazi-Sau. Hier haben wir gerade ein paar Raben gesehen, die sich an der Leiche gelabt haben. Gelabt, sagt man das so? Ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall sind sie uns direkt in die Kamera geflogen. Und hier sehen wir auch schon den Kran. Mit dem riesen Magneten dran. So, hier ist aber wieder ein Gegner, den ich leider übersehen habe, obwohl ich es wissen müsste. Ich habe doch die Szene schon mal gespielt. Er läuft mir hinterher. Was soll denn das? Ich bin kein Jude, lass mich in Ruhe. Jetzt haben wir ihn, jetzt haben wir ihn. Nein, jetzt haben wir ihn nicht, jetzt haben wir ihn nicht. Jo, du sagst es. Nein, hör auf damit. Ich habe ihn einfach mal unterbrochen.